Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um die Grundwasserpumpe. Dieser Mod kam mal vor kurzem im Mod-Top heraus und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier mal genauer vorstellen. Vorab ein paar kleine Informationen. Ihr findet die Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Diverses. Der Autor von diesem Mod heißt hier Acker Designer. Und die Modgröße beträgt ca. 0,58 MB. Ist in der Version 1.000 aktuell für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole platzieren tut, kostet euch dieser ca. 11 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal platzieren tut, dann ca. nur noch 1 Slot. Das Ganze finden wir hier aktuell im Baumenü. Dazu öffnen wir das Baumenü. Dann bei Gebäude, dann bei Tools und bei Tools ganz nach hinten und da haben wir hier aktuell die Grundwasserpumpe. Diese Grundwasserpumpe kostet uns beim Platzieren auf der Karte ca. 5000 Euro und die Unterhaltskosten pro Tag betragen hier 1 Euro. Wasserkosten haben wir hier 0 Euro. Und so sieht die Grundwasserpumpe mal hier von nahen aus. Hier haben wir im Prinzip dieser Wassertank, ne? Dann haben wir hier dieses Blumenbeet in dieser Betonoptik, haben wir einen Gartenschlauch, dann die zwei Pylonkegel, oh, die kann man sogar in die Hand nehmen, und dann haben wir hier noch die Gießkanne, ne? Und halt auch hier diese Betonbarrieren als Optik. Finde ich an sich auf jeden Fall auch schon schön gestaltet, das Ganze hier. Wir wollen natürlich auch gerne mal testen, ob man hier auch Wasser bekommt, auch wirklich für 0 Euro. Ne? Dazu habe ich mir mal hier einen Bücher genommen mit einem kleinen Wasserfass. Hierzu fahren wir jetzt einfach mal hier hin, bekommen einen Triggerpunkt oben links. Hier haben wir aktuell schon den Triggerpunkt mit L3 Befüllung starten. Und dann können wir hier im Prinzip auch unser Anhänger mit Wasser füllen. Und siehe da, man bezahlt kein Geld für das Wasser und das Wasser kann man dann halt zum Beispiel jetzt mal gebrauchen für Gewächshäuser, für halt zum Beispiel noch die Tiergehege oder halt auch für Produktionen oder halt auch für andere Dinge. Ist natürlich auf jeden Fall ein schöner kleiner Mod mit noch nicht einmal 1 MB, ne? Und könnt ihr hier auf jeden Fall auch gerne mal laden und auch testen auf eurer Karte. Das Ganze, wie gesagt, finde ich schon interessant gemacht und hat schon was. Dann sind wir hier leider schon zum Ende von diesem Video hier gekommen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, lasst noch gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Fragen habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Besucht mich gerne auch auf meinem Twitch-Kanal oder gerne auf meinem Discord-Kanal. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.